Ja, meine Damen und Herren, und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn zum Abschluss natürlich um seine Worte bitten darf. Er hat sich viel vorgenommen mit der Präveniere-Initiative 2030. Herzlich willkommen hier noch einmal auf der Bühne, Präsident Hans-Jörg Schelling. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so wie bei meinem Eingangsstatement möchte ich meine Schlussworte mit einem Dank beginnen. Dank an alle Keynote-Speaker, an alle Diskutanten. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Danke an alle, die im Livestream dabei waren. Ich glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, dass ich Präveniere in den letzten 5 Jahren zu der Gesundheitsplattform Österreichs schlechthin entwickelt hat. Und wenn man sich das Programm angeschaut hat, wenn man die absolut hochkarätige Besetzung vom Podium und von den Keynote-Speakern angeschaut hat, dann glaube ich, beweist das, dass diese Aussage richtig ist und dass wir auf einem guten und richtigen Weg sind. Es ist am Schluss eigentlich nur mit 3 Anmerkungen zu schließen. Die Anmerkung 1, das Weißbuch wirkt. Es wirkt, weil wir es geschafft haben, bereits medial umzusetzen, weil wir es geschafft haben, das Weißbuch bereits an die Politik heranzubringen. Wir haben, wie Sie zu Beginn gesehen haben, an den Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz das gegeben. Die werden das auf die Tagesordnung nehmen. Wir haben das heute dem Präsidenten Sobotka übergeben, der ja aus der Gesundheitspolitik kommt und daher wahnsinnig viel davon versteht. Und wir haben auch darüber diskutiert, dass manche Themen, die wir neu aufgesetzt haben, doch schon seit über 20 Jahren diskutiert werden. Und daher der Titel Umsetzen jetzt ist die Herausforderung schlechthin. Und ich habe ihn auch gebeten, und er hat mir das auch zugesagt, dass in jenen Kapiteln, wo der Gesetzgeber aktiv werden muss, gerade beim letzten Kapitel digital, wo zum Beispiel das Thema Teleordination geregelt werden muss, er Initiativen setzen wird, dass das Parlament das möglichst rasch behandelt. Und hiermit ist auch klargestellt, das Weißbuch hat sich ausbezahlt, dass wir das erstellt haben und dass wir auch den Weg beschritten haben, sehr viele pragmatische Vorschläge zu machen und nicht auf der Metaebene darüber zu philosophieren, wie zettelt man in Österreich eine Revolution an. Sie wissen, wir sind nicht sehr revolutionsaffin in Österreich, wir sind eher evolutionsaffin und daher ist es gut, wenn viele einzelne Vorschläge übernommen werden und wir Schritt für Schritt dorthin kommen, wo wir eigentlich gesagt haben, wo wir hinwollen, einen Beitrag mit dem Weißbuch zu leisten, eine Handlungsempfehlung aufzusetzen, um ein an und für sich gutes Gesundheitssystem an die Herausforderungen, die auf uns zukommen, und deren haben wir viele ja gehört, entsprechend zu entwickeln und anzupassen. Und wenn Sie sich noch einmal zu Gemüte führen, was hier an Expertise von diesem Pult aus präsentiert wurde, wo die Medizin hingeht, wo die Digitalisierung hingeht, dann ist es unbestritten so, dass die Herausforderungen groß sind. Und ich glaube, Aufgabe der Politik ist es zu gestalten. Und so wie der Dr. Biach vorher gesagt hat, Engpässe zu erkennen und sich darauf vorzubereiten. Und diese Engpässe kommen ja nicht nur in dem Corona-Fall vor, sondern die entwickeln sich. Daher ist das die erste Feststellung. Es ist gut, dass wir das Weißbuch entwickelt haben. Übrigens ein kleiner Sidestep zum Weißbuch. Es sind alle froh, dass es sehr dünn ist und damit lesbar ist. Für alle, die das nicht wissen, es gibt auch eine Langfassung dazu. Die möchte ich aber, glaube ich, niemandem wirklich zutrauen, dass er alle Kapitel lesen muss. Aber es gibt zu jedem Kapitel eine Langfassung, wo man eben Details sehr gut nachvollziehen kann. Wir stellen das auch den Expertinnen und Experten gerne dann zur Verfügung. Aber für die Entscheidungsträger wollten wir keinen Schreckmoment erzeugen, indem wir ein 400-Seiten-Buch auflegen. Es reicht schon, dass wir das so gut zusammengefasst haben. Zweite Bemerkung, es hat diese Tagung hier in Seitenstädten gezeigt, dass wir nicht am Ende sind, sondern mittendrin. Es gibt jeden Tag neue Entwicklungen, wir können auf diese Entwicklungen reagieren und ich glaube, es wird notwendig sein, dass wir vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in einem Jahr darauf ein Weißbuch 2.0 aus diesen Erkenntnissen entwickeln. Aber es wird auch notwendig sein, dass wir die politischen Entscheidungsträger daran erinnern, dass wir das nicht aus Spaß und der Freude gemacht haben, sondern dass wir uns schon erwarten, dass wir eine Rückkopplung bekommen, was wird denn jetzt umgesetzt davon.
Und in vielen Bereichen haben wir neue Ideen eingebracht, die vielleicht helfen, dass diese Bewegung kommt. Denn Sie können, so wie ich, jahrzehntelang sich mit dem Thema Finanzierung aus einer Hand beschäftigen. Sie werden es nur nicht hinkriegen. Was ist dann unsere nächste Aufgabe? Wir brauchen eine zweitbeste Lösung, die realisierbar ist. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, mit dem Weißbuch immer wieder aufzuzeigen, es gibt zwar ein Optimum oder es gibt ein Maximum, aber versuchen wir, das Optimum zu erreichen. Und ich glaube, diese Diskussion wird dazu führen, dass die politischen Entscheidungsträger am Ende des Tages, glaube ich, froh sein werden, dass 500 Expertinnen und Experten mitgearbeitet haben, das neutralisiert haben, ohne große Konflikte, ohne große Dissenspositionen, die es durchaus gibt, so ein Weißbuch entwickelt zu haben. Das ist die zweite wesentliche Anmerkung. Und zum Dritten, ich glaube, dass diese Veranstaltung hier in Seitenstädten gezeigt hat, dass wir Medizin, Gesundheit nicht singulär betrachten müssen, sondern dass das ein unglaubliches Spektrum und Breite hat der Themen, die wir behandeln müssen. Und ganz simpel gesagt, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dass wir von der Reparaturmedizin zur Präventionsmedizin kommen, dann betrifft das alle gesellschaftlichen Fragen, vom Kindergarten über die Schule bis zu ihren privaten Eigenverantwortung. Das betrifft Rahmenbedingungsänderungen, das betrifft den medizinischen Fortschritt genauso wie die Erzeugung neuer Medikamente im Bereich der Pharmawirtschaft, sodass wir eigentlich aus meiner Sicht derzeit die Einzigen sind, die diesen ganzheitlichen Ansatz mit dem Prozess hier in Seitenstädten, aber auch mit dem Weißbuch entwickelt haben. Und ich glaube, das ist notwendig, dass wir uns nicht nur damit beschäftigen, und ich habe ja wahnsinnig viel gelernt, manches macht mir ja Sorgen, was ich hier gelernt habe. Also bei mir wird es auch so sein, dass meine Gefäße älter sind wie ich selbst, davon gehe ich einmal aus bei meinem Lebenswandel. Also ich versuche das einfach durch Konsum aus meinem Weingut wieder wegzumachen, dass die Arterien schön durchgeputzt sind. Aber wir haben gelernt, wenn wir heute dieses Thema uns angeschaut haben mit den Chips, es ist unglaublich, was da passiert. Und für jemanden, der sich nicht damit befasst, unfassbar, was da passiert und was da auf uns zukommt und was alles Gutes entwickelt wird und wo ein vierter Punkt darin ist, dass wir sehr klar aufgezeigt haben, dass alle diese Entwicklungen gefördert werden müssen. Und zwar sowohl menschlich gefördert werden müssen, wie auch finanziell gefördert werden müssen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Herausforderung, der wir uns stellen müssen, dass wenn wir Systeme auf den State-of-the-Art-Level bringen wollen und den Patientinnen und Patienten in diesem Land versprechen, du kannst immer State-of-the-Art behandelt werden, wir wissen immer den letzten Stand der Dinge und du kriegst immer die bestmögliche Versorgung, dann müssen wir handeln. Weil sonst bleiben wir stehen, so wie in vielen Bereichen stehen geblieben sind. Und weil der Dr. Rebhandel sehr eindrucksvoll gezeigt hat, wie so ein Primary Health Care Center als Gesundheitszentrum funktioniert, so sind doch in vielen noch die Verhaftungen drinnen, dass die Einzelordination doch die bessere Lösung ist. Was der Abt Petrus zu Beginn der Eröffnung gesagt hat, Stabilitas sollte nicht zu Beharrung führen, sondern Stabilitas sollte nur dazu führen, dass wir auf soliden Fundamenten aufbauen. Und ich glaube, das ist mit dieser Tagung gelungen, das ist mit dem Weißbuch gelungen. Und wie ich gesagt habe, wir sind mittendrin und es wird viele neue Erkenntnisse geben, die wir gerne wieder aufnehmen werden für die nächsten Gipfelgespräche, für die nächsten Tagungen. Was aber schon sehr wichtig ist, dass Präveniere, und damit möchte ich schließen, es geschafft hat, eine akzeptierte, glaubwürdige Plattform zu sein und nicht irgendwie eine Veranstaltung, wo man halt auch ein bisschen drüber plaudern, ein bisschen Kaffee trinken und das gute Essen genießen, sondern wo wir wirklich hart daran arbeiten, dieser Gesellschaft etwas Gutes zu tun, etwas zurückzugeben von jedem Einzelnen, von seiner Expertise, die wir einfließen lassen in neue Modelle und dass wir bemüht sind, das möglichst neutralisiert zu machen. Wenn Sie meine politischen Erfahrungen einmal, ich habe mich also nicht entschlossen, meine Memoiren zu schreiben, das mache ich erst mit 95, habe ich beschlossen, dann wissen Sie, dass es uns mit Präveniere gelungen ist, einen typisch österreichischen Reflex auszuhebeln. Nämlich der typisch österreichische Reflex ist,
Einer macht einen Vorschlag und der andere ist dagegen. Und das ist Politik. Und ich kann mich erinnern, ich war einmal im Stadtrat von St. Pölten und bin dann dort ausgeschieden. Und da der damalige Vizebürgermeister von der anderen Fraktion gesagt in einem Zeitungsinterview, er bedauert es sehr, weil jetzt gibt es gar keine Ideen mehr. Gleichzeitig haben aber dieselben immer die Ideen, die ich eingebracht habe, abgelehnt, weil sie gesagt haben, was nicht aus unserem Lager kommen, zahlt es nicht auf unser Konto ein. Was wir wollen, ist, dass wir auf das Konto der Patientinnen und Patienten einzahlen, den Patienten und seine Versorgung in den Mittelpunkt stellen. Das ist uns, glaube ich, an diesen Tagen hier in Seitenstädten gelungen. Es ist uns mit dem Weißbuch gelungen. Bei Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme, alle, die im Livestream dabei sind. Vielen Dank, dass Sie digital dabei waren. Eine solche Hybridveranstaltung auf die Beine zu stellen, ist auch eine besondere Leistung. Ich hoffe, Sie haben die Tagung ebenfalls genossen, nehmen viele neue Erkenntnisse für sich selbst mit und sei es nur, dass Ihr Lebenswandel einmal hinterfragt werden sollte, das reicht schon meistens aus. Sie brauchen nicht alle gleich den Chip mit Ihrem Digitalanalyse, aber ich glaube, wenn es uns gelingt, dass Sie positiv gestimmt von hier weggehen und sich auf die nächsten Präveniere Gesundheitstage in Seitenstädten freuen, dann haben wir ein weiteres Ziel neben dem Weißbuch erreicht. Vielen herzlichen Dank und dir, liebe Nadja, vielen Dank für die hervorragende Moderation. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie vorbereitet du an die Dinge herangehst und mit den Experten ganz locker mithalten kannst in deinem Wissensschatz. Freut mich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast wieder. Es ist einfach erfrischend, wenn die Zeitdisziplin stimmt, wenn die Moderation dazu führt, dass wir viel herauskitzeln aus den Diskutanten und viele gute Stellungnahmen dazu bekommen. Wir werden sie verarbeiten. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhausekommen, ein schönes Wochenende und das Wichtigste, gesund bleiben.